Standesgemäß machen wir mal das Frühwetter an Neujahr am Nachmittag. Grüße Sie und grüße euch und allen erst einmal ein gutes, glückliches, fröhliches und gesundes 2021. Das uns sicherlich eine komplett andere Witterung bringen wird als in den vergangenen Jahren. Dazu möchte ich mal so eine Art Jahresüberblick in den kommenden Tagen machen. Wir schauen aber erst einmal ganz kurz zurück. Und wir hatten ja drei mögliche Rekorde besprochen. Zwei sind erreicht worden, ein Rekord wurde nicht erreicht. Und zwar die Mitteltemperatur des Jahres, da ist das Jahres hinter dem Schwarz versteckt, wurde nicht erreicht. Es ist ganz knapp der zweite Platz geworden hinter 2018. Was die Schneedeckentage angeht, so haben wir das Kellerduell hier für das Jahr 2020 entschieden. 1989 hatte sogar noch ein paar mehr Schneedeckentage. Und was die Kältesummen angeht, auch wenn es hier um Minisummen geht, haben wir in Sachen die wenigsten Kältesummen auch einen neuen Rekord gehabt. Und 2021 wird es mit den Aussichten, die uns bevorstehen des Januars, schon mal gar nicht mehr schaffen auf diese Plätze. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auch auf den Januar ein. Wir haben ja nun ein neues Klimamittel. Früher ging das der Jahre 1961 bis 1990, eigentlich bis gestern. Und jetzt sind wir bei 1991 bis 2020. Das alte Klimamittel werde ich trotzdem immer hernehmen, einerseits als Mahnung und andererseits auch als Vergleich, dass wir dieses Klimamittel über einen langen Zeitraum hatten. Und der Januar ging rauf von minus 0,5 auf plus 0,8 Grad. Vergleicht man das mit den laut Modell kommenden Tagen und rund zwei Wochen, dann ist die Witterung, die uns bevorsteht, eigentlich komplett unterdurchschnittlich. Vergleicht man das allerdings mit dem alten Klimamittel, dann liegen wir sogar leicht drüber oder um dieses Klimamittel herum. Auf jeden Fall wird der Januar in den nächsten rund zwei Wochen winterlich werden, phasenweise nasskalt, phasenweise richtig winterlich. Das sind die Temperaturen für den Norden. Hier die 10-Grad-Linie, hier die minus 10-Grad-Linie. Wir bleiben erst einmal bei über 0 Grad und gehen dann so am Ende der ersten Dekade und zu Beginn der zweiten Dekade vom Mittel her auf 0 Grad und knapp darunter. Und dann gibt es einige Ausreißer, die weit nach oben gehen, aber auch viele, die weit nach unten gehen. An anderer Stelle werden wir uns das dann etwas genauer anschauen, wie sich der Januar dann noch im Detail entwickeln kann und wird. Im Süden Deutschlands ist es mehr oder weniger durchgehend winterlich. Da holpert es zwar am Ende der ersten Dekade mal kurz rauf und auch so Richtung Mitte Januar sind einige Läufe dabei, die ziemlich mild werden. Ebenso sind viele Läufe dabei, die sehr kalt sind, zunehmend mit Niederschlagssignalen. Das ist ja der Schnee, der kommt, da wird hier alles mehr oder weniger als Schnee runterkommen. Aber der kommt erst im Laufe des Januars in den nächsten Tagen noch nicht so sehr. Blicken wir auf den heutigen Neujahrstag. Der bringt in den Mittelgebirgen noch so ein bisschen Schnee. Auf der Alpensüdseite setzt wieder Schneefall ein. Im äußersten Norden ist noch ein bisschen Regen oder Schneeregen dabei. Sonst haben wir diese Mischung aus Hochnebel, im Bergland auch Nebel, Wolken und Sonnenschein. Am freundlichsten ist es im Südosten, hier bedingt durch leichten Föhn. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 5, an der Nordsee bis zu 7 Grad. Der Samstag bringt dann auf der Alpensüdseite erneut aufkommende Schneefälle, gerade rund um Osttirol. Wird es wieder kräftiger schneien. Auf der anderen Seite der Alpen haben wir wieder diese föhnigen Lücken, vor allen Dingen in Bayern und dann auch in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und in Teilen von Ober- und Niederösterreich, wobei sich hier in den Niederungen mehr Nebel und Hochnebel hält. Nebel und Hochnebel haben wir auch sonst. Zwischendurch ein bisschen Sonne, ab und zu fallen ein paar Schneeflocken. An der See ist es Regen. Die Temperaturen erreichen minus 2 bis plus 4 Grad, rund um Wien und im Burgenland bis zu 7, an der Nordsee 5 Grad. Und dann kommt es, dieses besagte, raufbeschworene Schneefallgebiet, das wird eher ein Schuss in den Ofen werden. Dieses Schneefallgebiet oder diese Schneefallgebiete, die kommen, bringen nicht flächendeckend großen Schnee. In einigen Regionen wird es schneien, vor allen Dingen hier nach Osten zu, aber an der Grenze zu Regen. Auf der Alpensüdseite schneit es und hier wandert eben dieses meist leichte Schneefallgebiet entlang, zieht langsam nord- und nordwestwärts. In diesen Bereichen kann es mal kräftiger schneien, geht dann aber in Regen über. Und am Alpen-Nordrand bleiben wir durch Föhneffekte komplett ausgespart. Hier haben wir vom Alpenhauptkamm bis fast zur Donau rauf eine Mischung aus Sonnenschein und mal hohen, lockeren und mal dichteren Wolkenfeldern. Im Nordwesten ist es trüb, an der See zeigt sich auch mal die Sonne. Der Wind frischt auf und dieser auffrischende Nordostwind bringt, und das ist das Kuriose, mildere Luft. Entsprechend geht das Ganze hier in Regen über. Aber es ist sehr unangenehm. In den westlichen Mittelgebirgen
Gebirgen sind es minus 3, an der Ostsee plus 5 und mit Föhneffekten bis zu 7 Grad. Ansonsten sind es mit um die 0 Grad winterliche Temperaturen. Dieses Schneefallgebiet fühlt sich recht wohl und verbreitet sich dann am Montag über weite Teile Deutschlands. In tiefen Lagen ist da auch Schneeregen dabei oder Regen vor allen Dingen nach Osten zu. Aber im Bereich der Mittelgebirge, kurioserweise auch in NRW, wird es größtenteils Schneefall sein. Und dann haben wir hier wieder diese Beule mit Föhneffekten aus den Alpen heraus. Ein bisschen Sonne wird es wohl auch an der Nordsee geben. Und der Wind bleibt unangenehm, wird an den Küsten sogar stark bis stürmisch und kommt aus nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen so im Osten die höchsten Werte von 4 bis 7 Grad, sonst sind es minus 2 bis plus 3 Grad. Werfen wir dazu mal einen Blick auf die Schneehöhen laut Modell. Nicht das, was runterkommt, sondern das, von dem, was runtergekommen ist, liegen bleiben wird. Am Montagabend oder vielmehr in der Nacht dann auf Dienstag. Klar, in den Alpen haben wir Schnee. Und dort, wo dieses Schneefallgebiet in höheren Lagen war, wird auch noch Schnee liegen. Das Flachland wird größtenteils leer ausgehen. Da kann es sicherlich ein paar Modellvarianten geben, wenn es ein halbes Grad kälter ist, dass dann Schnee liegt. Aber der große Wintereinbruch wird es noch nicht werden. Jetzt machen wir Trommelwirbel, lassen mal kurz Staub aufsteigen und Kristalle. Und fupp, eine Woche später sieht es so aus. Das gilt es an anderer Stelle zu besprechen. Es wird wohl in einer Woche am Wochenende ein größeres Schneefallgebiet über Deutschland hinwegziehen und mehr oder weniger ganz Deutschland einkleistern, was den Schnee angeht, vor allen Dingen in der Mitte. Und Freunde, das ist nicht der Schnee, der fällt, sondern das ist die Schneedecke, die dann liegt. Der fällt, der Schnee, das ist ja nochmal eine ganze Hausnummer mehr. Am wenigsten haben wir dann im nördlichen Alpenvorland und logischerweise an den Küsten, weil der Wind wahrscheinlich vom Wasser kommen wird. Das ist noch diese Warmlufthaut, die über die warme Nord- und Ostsee zieht und dann eben keinen Schnee bringen kann. Im Binnenland dann schon. Das ist die Wetterlage, die wir momentan haben am Montag. Und dann haben wir dieses bunte Tief hier eingekreist, weil um dieses Tief herum wird milde Luft herantransportiert, auf der anderen Seite kalte Luft. Trotz dieser milderen Luft haben wir allerdings in der Höhe sehr kalte Temperaturen, was das Ganze auch manches Mal materialistisch, was da von oben runterkommt, sehr diffus macht. Mal regnet es, mal gibt es gefrierenden Regen, mal Schneeregen, mal Schnee, der liegen bleibt, mal der nicht liegen bleibt. Und die minus 5 Grad Isotherme liegt hier im Osten und bringt dann hier eben den Regen, während es im Westen, zum Teil in NRW, dann eben bis ganz runter schneit. Wir machen einen Sprung und gehen eine Woche weiter und dann nehmen wir aber die gemittelte Wetterlage, weil es da ein paar Nuancen gibt. Da haben wir es hier mit einem kräftigen Tief zu tun, hier mit einem schwachen Tief. Wir sind in einem ganz, ganz großen Kaltluftsack. Innerhalb des Kaltluftsacks haben wir natürlich viel kalte Luft, aber auch ein paar Beulen, die zwischen den Tiefs mildere Luft bringen. Das sind auch oder mögliche sogenannte Wellen. Und diese Wellen bringen eben die ergiebigsten Schneefälle. Beispiel. Dieses Tief ist durchgezogen, hat ein bisschen Schnee gebracht, aber kalte Luft hinterlassen, die sich in einer kalten Nacht dann auch nochmal etabliert hat. Und dann kommt die nächste Front herangezogen, die Warmluftwelle. Die wird die kalte Luft mischen, bringt ergiebige Schneefälle, ehe dann eine neue Kaltfront durchzieht und dann wieder eine Abkühlung bringt. Und ehe sich die Warmluftwelle so durchsetzen kann, dass sich die Luft erwärmt, ist die kalte Luft schon wieder da. Es sind sehr ergiebige Schneelagen um diese Jahreszeit und das deutet sich eben dann in einer Woche an. Da kommt dann also der Schnee. Die Temperaturen noch dazu in 1500 Meter Höhe bleiben durchweg bei unter minus 5 Grad. Das ist eine winterliche, schrägstrich hochwinterliche Lage. Dadurch, dass wir im Tiefdruck sind, ist es am Boden nicht ganz so kalt, wie wenn wir jetzt zum Beispiel ein Hoch hätten, wo es ganz, ganz ruhig wäre. Gehen wir ganz kurz auf die 16-Tage-Trends für Frankfurt am Main ein. Ist jetzt nicht die Wintersportgegend. Wir werden noch ausführlicher darüber sprechen, nur der kurze Blick hier. Wir bleiben den gesamten Vorhersagezeitraum, was die Temperaturen angeht, unterdurchschnittlich. Rote Linie, das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Alle Modellberechnungen finden wir in Bund. Und die von mir eben angesprochene Welle, die in einer Woche kommt, bringt auch ein paar Läufe, die weit nach oben rausgehen und dann gleich wieder eine Abkühlung bringen. Da gibt es noch Unsicherheiten, während allerdings viele hier unten langlaufen und im kalten Bereich bleiben. Und erst nach Mitte Januar sind ein paar Läufe dabei, die auffällig weit nach oben gehen. Das spricht für eine nicht Umstellung der Wetterlage, sondern eine Umstrukturierung der Nordhemisphäre. Wir haben das ja auch im Polarwirbel besprochen. Da kommen sicherlich noch spannende Zeiten auf uns zu. Bis später.